Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play. 2 Command & Conquer der Tiberio-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Ganz genau, liebe Leute. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier und waren bei der vorletzten Mission Ionenwerferangriff. Und genau, wir haben jetzt hier zum die erste Basis hier quasi schon platt gemacht vom Gegner. Und genau, da würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Ich habe jetzt gerade allerdings ein kleines Problemchen hier, und zwar das Spiel scheint nicht vernünftig zu reagieren, oder doch? Okay, jetzt geht's wieder. Alles klar, und wir waren beim letzten Mal dabei, die Mammuts hier fertig zu bauen. Noch 7 Stück, genau. Und ja, dann können wir eigentlich beim nächsten ein paar Minuten hier eigentlich schon reinrennen. Bau doch nachher bitte noch einen Jeep. Dann werde ich dir mal versuchen, dir die Basis ein bisschen zu erkunden. Und dann machen wir das jetzt einfach mal weiter. So, wir haben jetzt ja einiges an Energie noch, ne? Warum haben wir so viel Energie? Hat der Sack hier irgendein Gebäude geklaut? Nee, der Ionenwerfer ist da. Nö, eigentlich nicht. Ach, hier oben dran liegt das. Weil ich hier oben die Basis eingenommen. Genau, Leute, ich habe beim letzten Mal hier auch noch mal die Basis eingenommen. Und ja. Die Basis habe ich noch eingenommen, genau, und ihm hier seine Kohle geklaut in den Silos. Und ja. Beim nächsten Mal, es ist heute das nächste Mal. In ein paar Minuten rauschen wir hier rein, so. Und was macht dieser Sammler da? Fahr doch da rein. So, liebe Leute, der nächste Mammutpanzer ist fertig und irgendwie ruckelt das gerade noch so ein bisschen. Es kann damit zusammenhängen, dass ich gerade erst die Aufnahmesession anstarte. Da kommt er angeschissen, aber ich werde direkt einen Ionenwerfer nehmen. Am besten. Ach, verdammt! Scheiße, das war nicht gut. Ja, kommt dann. Mach die Welt direkt platt da los. Und einfach selbst verteidigen. So. Und mach die platt. Und zack. Sehr schön. Alles klar. Sehr guter Job hier von dem, Mammutpanzer. Und, genau. Der kann hier ein bisschen unterstützen. Sehr gut, Leute. Sehr schön macht ihr das. Perfekte Mente. So, 2 Stück noch. Hä? 4? 1, 2, wartet mal. 4, 8, 12, 20. Ach, ja, ja, klar. Wegen 25 Mammutpanzer. Und das gefällt mir hier gar nicht. Fahren wir bitte schneller nach Hause. Da nimmt er mir echt fast einen Sammler weg. Unglaublich. Unglaublich, der Kerl. Wirklich. Dann pausier das mal bitte und wo ist mein dritter Sammler? Ach hier, okay. Der macht wieder irgendeinen Mist da. So. Ihr sollt bitte gleichzeitig da arbeiten, wenn das geht, ja? So, Leute, der ist fast im Arsch, deswegen repariere ich den mal ein bisschen. Ich habe keinen Bock, den Sammler jetzt zu verlieren gleich. Und genau, dann kann ich den ja auch da links hinschicken. Und der ist auch langsam. Wartet mal, Leute, aber irgendwas gefällt mir da mit der Maus gerade nicht. Die hängt so ein bisschen nach, das gefällt mir gar nicht. Was ist mit der Maus los? Naja, egal, Leute, davon lassen wir uns nicht abhalten. Der ist wieder im grünen Bereich. Werde ich den auch nochmal kurz in den grünen Bereich laden. Und dann wieder nach da oben schicken. Genau, ganz genau hier hin. Und ja. Dann haben wir gleich. Sehr schön, Leute. Oh mein Gott, das ist doch geil. Und ja, da freue ich mich, dass ihr hier dabei seid. Command & Conquer Remaster. Action angesagt hier. Und ja. Bauen wir uns noch schön die Mammutpanzerarmee zu Ende auf. Hubschrauber kann ich hier nicht gebrauchen, weil ihr seht, der hat da wieder 2 Flaks, der Panel. Weshalb, ja. Was soll ich da machen? Die Hubschrauber gehen halt, bevor die hier irgendwas kaputt machen können, gehen die direkt kaputt und das ist scheiße. Die werde ich wahrscheinlich in der letzten Mission mehr einsetzen, die Orcas.
So. So, da ist wieder ein Ionenwerfer. Den werde ich allerdings gleich für den Angriff benutzen. Und genau, also die Maus. Ich weiß nicht, was mit meiner Maus gerade ist. Wartet mal, ich mache den mal aus und wieder an. So, an. Hallo. Jetzt geht gar nichts mehr, oder was? Moment mal. Doch, jetzt. Okay. Ja, die hängt ein bisschen nach. Das ist uncool. Aber, wie gesagt, soll es nicht hier am Aufnehmen hindern. Muss ich mich einfach dran gewöhnen und dann ist gut. So, mit dem Ionenwerfer werde ich gleich diesen Turm wegnehmen. Und dann die Basis nach und nach auseinandernehmen. Genau, Leute. Und ja, liebe Leute, Sonntag, ach Sonntag sage ich schon, Samstagabend tatsächlich. Es ist der 3. Juli, 3 Tage nach meinem neuen Jobanfang. Und ja, neues Wochenende wieder am Start. Neue Aufnahmesession, ich werde jetzt wieder 3 Folgen am Stück aufnehmen hier. Vom C&C. Und ja, dann weiß ich nicht, ob ich gleich damit anfangen soll oder morgen. Resident Evil 1 wird tatsächlich mein Nachfolgeprojekt für Dino Crisis 2. Nur für die von euch, die es interessiert. Einfach mal so als Zusatzinfo quasi. So, Sammler, du fährst bitte heim. In Ordnung. Bitte da rein. So. Oh, warum ruckelt das denn manchmal so? Das nervt mich schon, sowas. Aber gut. Kriegen wir schon hin, Leute. Kriegen wir schon hin. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wieder so ein blöder Abwehrer-Prozess ist, ne? Damit habe ich ja immer mal wieder Probleme. Die Mammutpanzer-Armee ist fertig. 1, 2, 3, 6, 12, 8, 4, 25 Mammuts. Und da kommt der Sammler für die... Oh, alter Schwede. Muss ich gleich vielleicht mal einen Cut machen, ne? Da kommt der Sammler für den Jeep. Sehr schön. Boah, ich muss gleich echt mal einen Cut machen, glaube ich. Das ist ja übel gerade. Hilfe, Leute, Hilfe. Jawohl, Sir. Bestätigt. Ich muss da echt mal einen Cut machen. Wartet mal, das geht gar nicht. Speichert das mal bitte. Mission 13 GDI. Jetzt nicht wieder den... Boah, Gott sei Dank. Nicht wieder den Speicherstand verlieren hier. Ja, dieses Geruckle. Keine Ahnung, was das ist. Wartet mal, ich mache mal ganz kurz einen Aufnahme-Cut. Mal gucken, ob sich das dann wieder einkriegt. Also einen Moment. So, liebe Leute, da bin ich wieder. ich habe es jetzt hingekriegt. Es war tatsächlich ein Avira-Prozess mal wieder. Oh Mann. Gut, Leute. Und in der Zwischenzeit... Wartet mal, jetzt ruckelt das ja schon wieder. Jetzt in der... Ah, was macht der? Was macht der Jeep da? Ach, ist der bescheuert, ey. Lustig. So. Dann reparier das mal. Ja, Leute, wie gesagt, es war ein Avira-Prozess tatsächlich. Und, naja, ich bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt komplett flüssig läuft, aber... So, schieß mal auf die Raketentypen da. So, sehr schön, Leute. Alles klar. Oh mein Gott, helft dem mal bitte, dem Turm. So, Leute. Das gefällt mir irgendwie nicht hier. Das gefällt mir nicht mit dem Blabla. Naja, gut, egal. Wir waren auf jeden Fall jetzt gerade hier und wollten jetzt hier... ziehen. Überfahr die einfach, komm. Oder zieh den durchs Tiberium, dann... geht der auch so kaputt. So. Einfach reinfahren hier, los. Mal gucken, ob wir irgendwas gescoutet kriegen. Oh, da ist noch einer. Da ist noch ein Turm davon. Das ist eklig, aber gut. Oh, was macht er denn jetzt? Was macht er denn jetzt mit seinem Medikin? Bam! So, einfach überfahren. Sehr schön. Bam. So, Leute, dann... Hallo? So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, jetzt wo wir hier diese kleinen technischen Schwierigkeiten behoben haben... Können wir doch loslegen hier, alles klar. Dann würde ich sagen, greifen wir mal an. So, dein Obelisk ist weg. Sehr gut.
Alles klar, dann können wir hier nämlich die Flak platt machen. Und ihm seine ganzen Einheiten rausnehmen. Sehr gut. Na dann komm mal an, du Sackgesicht. Du Noddy. Sehr geil, Leute, schaut euch das an. So, Mann. Okay, wunderbar. Das kann uns relativ egal sein, weil wir haben genug Masse. Das ist echt so, Leute. Wir haben genug Masse für die Türme hier. Und dann würde ich sagen... Hat ja gerade einen Turm nachgebaut. Den habe ich ganz kurz gesehen, den Turm. Okay, Leute, dann... Ein Moment. So, ich musste gerade mal mein Headset wieder richten. Und bam. Bam. Das macht Spaß, Leute. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Und genau, dann... Ja, walzen wir mal hier drüber. Sehr schön. Ich habe doch keine Flugzeuge bekommen. So, er kommt auf jeden Fall mit einem Hubschrauber an. Und was versucht er? Ah, der versucht ja mit seinen Invasoren da Stress zu machen. Bam. So, bam. Sehr schön, Leute. Die Raketen, die sind einfach viel besser. Schaut euch das an, Leute, diese Raketen hier. So, dann schauen wir mal, ob der da was erreichen kann mit. Nö, war klar. Gut, liebe Leute, haben wir es eigentlich auch schon. Die Basis, die haben wir ja schnell überrollt. So, und der Möbius, der ist ja dann hier oben irgendwo. Aber... Bam. Wartet mal. Wartet mal. Speicher das lieber nochmal. Nicht, dass wir das da überleben lassen. Ach nee, okay. Das war sogar das Zielgebäude. Ja, na dann. Geil, Leute, geil. Cutscene hier. Das war dieses Forschungszentrum. Ganz genau. Und wir haben leider keine Fallschirmbomben hier. Die zeigen da immer Fallschirmbomben in den Cutscenes, aber die haben wir hier nicht. Aber gut, liebe Leute. 295 Einheiten zu 32 verlorene Einheiten. Meine Güte, ey. Nicht schlecht, Leute. So, dann schauen wir mal. Wir kommen jetzt tatsächlich auch in die letzte Mission. Die können schon gar nichts mehr machen, seht ihr das? Nein, 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 nein. Hier, Leute. Da habe ich nämlich auch nachgesucht eben, aber... Die letzten beiden Missionen. Tempelangriff, Sarajevo, Zentrum und Osten. Machen wir die Zentrumsmission zuerst. Die Zentrumsmissionen sind immer die schwierigsten, glaube ich. Gut. Dann Cutscene, Leute. Wir haben den Commander. Kanes Tempel und Operationsbasis. Diese Übertragung wurde uns vor 5 Minuten live von einem Agenten vor Ort überspielt. Also gibt es keinen Zweifel, dass Kane da drin ist. Er hat seine Spezialinfanteriebots dabei. Sie werden nicht leicht an ihn rankommen. Ironisch, nicht wahr? Kane hat seinen Tempel direkt vor den Toren von Sarajevo aufgepflanzt. Genau da, wo einst ein anderer Verrückter schon den Ersten Weltkrieg angezettelt hat. Und wir sind hier und versuchen, den nächsten Verrückten aufzuhalten. Commander, es gibt diesmal kein Pardon. Keine Nachsicht mit Kane und seinen Fanatikern. Machen Sie seinen Tempel dem Erdboden gleich. Vernichten Sie den Bastard. Selbst wenn Sie sterben. Ja, genau, Leute. darf ich vorstellen, die letzte Mission. Und der General Shepard, der sah schon ziemlich übel aus, muss ich sagen. Und ja, man konnte ihm ansehen, dass er wirklich keinen Bock mehr drauf hat. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Hey,
überfährst du den mal. So. Und genau, liebe Leute, das ist tatsächlich die Mission, wo ich echt Schiss vor hatte. Weil, sagen wir es mal so, es gibt hier einen Kniff bei dieser Mission. Und zwar, wir müssen verdammt schnell sein. Wir müssen verdammt schnell sein, tatsächlich, weil hier unten, Leute, dieses Tiberiumfeld, ja, wie soll ich das sagen? Ich muss mich erstmal aufbauen. hier unten wird der Gegner gleich eine Kaserne, glaube ich, bauen. Und hat von Not einen Obelisken tatsächlich. Du bleibst mal bitte hier oben, weil hier oben ist ein Tiberiumfeld, glaube ich. Und eine Energie. Und bis er das aufbauen kann, müssen wir echt schnell handeln. Das heißt, wir müssen jetzt hier mit Sandsack-Barrieren arbeiten. Ernsthaft, Leute, wir müssen mit Sandsack-Barrieren arbeiten. Und ja, um das einfach zu verhindern, dass der da die Sachen aufbaut. Deshalb ist das jetzt erstmal meine allererste Prio. Ich habe keine Ahnung, ob der hier irgendwie angeschissen kommt. Ja, aber das ist halt einfach, das ist jetzt einfach das Primärziel, dass der sich da nicht aufbauen kann. So, weil es ist halt auch eine Zentrumsmission. Und da kommt er schon. Seht ihr das? Da kommt er schon. Er kommt tatsächlich hier angeschissen. Uncool. Leute, uncool. So, dann überfahr die doch. Was? Okay, Gott sei Dank. Aber der Panzer ist halt weg. Ja gut, egal. Wir haben den ersten Angriff jetzt mal überlebt. Wartet mal, ich fühle mich hier zu unsicher. Ich muss mal eine Minikenfabrik bauen, kommt. So. Warum ist hier keine Musik? Oh, wir brauchen tatsächlich schon Silos hier. Gut, dann bauen wir schnell ein Großkraftwerk. So. Weil Ressourcenverschwendung brauchen wir hier auch nicht. Definitiv nicht. So, dann sammeln wir bitte den Weg für da. Wus! Oh, scheiße. Wartet mal. Bauen wir 5 Raxirus. Scheiße. Gummipanzer. Gummipanzer. So, mach den kaputt, los. Mach den im Arsch hier. Komm, den kriegt ihr weg. Die kriegt ihr beide weg. So. Und. Genau, sehr gut. Dann können wir weitermachen. So, sehr gut. Sammel du bitte den Weg frei. So. Ich glaube, hier müssen wir nämlich echt schnell sein, Leute. So, der Weg ist freigesammelt. Sehr gut. Und, Mist, ich glaube. Scheiße. Scheiße. Ja, gut, Leute, egal. Hier muss. Oh nein. Oh fuck. Oh Mann. Ach. Oh Leute. Nö. Warte mal, wo ist der Turm? Da ist der. Ach, scheiße. Guck dir mit einem Flammenwerfer an, ey. Ich glaub's nicht. So. Oh Gott. Okay. Okay. Ja, Leute, ihr merkt, die Mission ist hat's in sich. Oder wartet mal. Wartet mal, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Zieh den erstmal hier weg. Zieh den erstmal hier weg. So. Genau.
Fahr den doch platt, Mann! Das ist doch wohl nicht wahr. Jetzt. Mann. Drecks, Mannequin. Ich habe eine andere Idee. So. Ich werde mich hier hinten aufbauen, weil da hinten. Da ist nämlich auch ein kleiner Platz für eine Basis. Und genau, da würde ich sagen, machen wir das mal da hinten, weil ich muss das unbedingt verhindern, dass der hier sich aufbaut. Wartet mal, Leute. Das habe ich nämlich so, glaube ich, auch schon mal in einem Walkthrough gesehen. Dass man sich auch hier aufbauen kann, genau. Da ist nämlich direkt der Turm, aber da sind wir nicht so weit weg, wisst ihr? Und, ja, dann können wir den Turm nämlich gleich auch platt machen. Wenn wir nämlich hier genug Zeit haben, dann passt das schon. Leute, wir müssen erstmal versuchen hier, tatsächlich, ja, wie soll ich das sagen, dieses Feld hier zu blockieren. So, dann mache ich das doch einfach mal. So, dann hier, du sammelst bitte direkt den Weg frei, ja? Du sammelst bitte direkt den Weg frei. So. Du bleibst bitte hier. Ah. Jetzt reicht die Kohle noch nicht mehr für die zweite Raffinerie. Was ist das denn? Ja gut, egal. So verlieren wir zumindest weniger Zeit. Ja, seht ihr das? Da oben ist nämlich dann ein Turm. Hier sind nämlich zwei Türen. So früh! Oh. So früh, Leute. Das ist ja wohl nicht wahr. So früh. Dann hau doch ab. Mann. So, dann mach diesen Turm nämlich platt. Genau. Und dann baue ich jetzt bitte 5 Raxiros. So. Ihr seht, das ist ziemlich heftig. Großkraftwerk, bitte. Ja, oder wartet mal, nee, nee. Lass mal das wenigstens sein. So, der Turm ist weg, Leute, sehr gut. Dieser Turm ist weg. Das heißt, oh! Ach, du Pennergesicht, ey! Kommt ja mit so einem Flammenwerfer an. Wie die mich nerven, ne, die Flammenwerfer. Ja, der macht einfach mal gar nichts. Jetzt kommt er mit der Gummipanzern an. Oh, das wird ein bisschen viel gerade hier. Das wird ein bisschen viel gerade. So, 5. So, sehr gut. Okay. Gut. Alles klar. Dann haben wir es doch. Boah. Meine Güte. Leute, nicht ohne die Mission. Echt. So. So, und den platt machen, genau. Und da muss ich ja jetzt eigentlich hier. Ach, ich muss eigentlich jetzt mich mal verteidigen. Weißt du was? Schieß mal auf den. So, da muss ich jetzt nämlich diesen Turm da wegkriegen, weil hier rechts ist auch noch ein Tiberiumfeld. So, und. So. Und bam. So. Alles klar, dann baue ich jetzt ganz schnell eine Radarzentrale. Oh, das ist doch gemein, ey. Ja, jetzt kommt er wieder mit diesem einen Flammenpanzer, der mich eben auch platt gemacht hat. Dann zieh den mal raus, komm, zieh den mal. Ich kann noch nicht mal das Gebäude verkaufen. Scheiße. Scheiße. Oh, Leute. Wie soll ich denn das machen hier? Wartet mal, wie soll ich denn das machen, sagt mal. So, der will nämlich unbedingt auf meinen Bauhof hier gehen. Du kriegst den nicht. So, da haben wir jetzt zumindest schon mal den Bauhof ohne Schaden. Das ist doch schon mal gut. Und die sind auch auf den Bauhof fokussiert. Lass den Bauhof in Ruhe, du Penner. So. Gut, Leute. Oh, da frage ich mich jetzt allerdings echt.
Ja, wie ich mich hier aufbauen soll. Wartet mal. Weil ich möchte mich unbedingt. Zumindest erstmal diesen Panzer behalten. Weil ich muss mich nämlich hier aufbauen, um das vernünftig hinzukriegen. So. Hier kommt jetzt gleich der Turm raus, ne? Genau, da ist der Turm. So. Diesmal brauchen wir zumindest schon mal keine Kohle, um den Bau zu reparieren. Das sind 15 GDI. Kann ich die abspeichern? Die kann ich abspeichern. Okay, super. Genau. Und. Neue Bauoptionen. So, weiter geht's so. Alles klar. Dann sammelst du mal bitte den Weg frei. Wir sammeln den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. So, dann haben wir jetzt hier den Turm da oben, genau. Und den Manneken. Und einen Mann Raketenwerfer, bitte. So. Alles klar, dann bitte hier oben diesen Turm mal wegmachen. Ne? Kriegt da hin. Das kriegt ihr hin. So, dann weiteres Großkraftwerk bitte bauen. So. Und bam, sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich mit diesen Einheiten den zweiten Turm da platt machen. Aber bitte nicht den Panzer angreifen, Turm. So, Großkraftwerk, dann Radar. Oh, scheiße, das ist jetzt Bies. Okay. Boah! Das ist ja gemein. Ja, ein bisschen Glück muss man auch manchmal haben, Leute. Ein bisschen Glück braucht man manchmal auch. Ist das nicht so? Gut, dann bauen wir bitte einen so hiervon. So, dann. Mach den platt und hier, Befestigungsturm. So. Gut, Leute, wenn wir jetzt nämlich diesen Turm hier haben, hier oben, dann kann ich mal daran denken, hier unten dieses Aufbauen der Basis zu verhindern. Gut, alles klar. Bevor ich hier irgendeine Waffenfabrik baue. So, dann 5 Raxirus, bitte. Oder 3 oder wie viel? Aha. Da, ach, okay. Ja, ja. Genau, aber jetzt bin ich ja vorbereitet. Ha, ich bin vorbereitet, du Pedder. So, Leute. Dann helft dem mal. So. Und dann hier unten drauf. Genau, sehr gut. Hat er den Sammler blockiert? Habt ihr das gesehen? So, Leute. Dann du bitte hier hin. Und ihr bitte auch dann diesen Turm da platt machen. Ja, danke. Und dann können wir eigentlich schon noch einen anderen Befestigungsturm hier hinbauen. So, Leute. Da kommt er jetzt nämlich gleich mit diesem Flammenpanzer an. Aber, jo, Leute. Ich glaube, da wir jetzt schon mal so weit sind, dass wir schon mal hier ein kleines Standbein aufgebaut haben, möchte ich doch einfach mal sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, erzählt den Kanal gerne weiter. Würde ich mich sehr freuen und der fängt hier schon an. Sammel bitte den Kack hier weg. Wartet mal, Leute, das mache ich noch, bevor ich die Folge beende. Die Szene ist jetzt wichtig, Leute. Die Szene ist wichtig. Verdammt nochmal. Aber dann stell dich bitte da oben drauf, so. Damit der da ja nicht hier zumindest noch nicht mal den Obelisk baut. Okay, so. Okay, Leute. Kommt der jetzt angeschissen? Damit, wenn ich das jetzt... Wartet mal, Leute. Die Folge hat jetzt ein bisschen extra Länge. Ui. Okay, der kommt dann ziemlich scheiße angeschissen. Okay, Leute, ich verstehe schon, ja. Wow. Okay, dann kommt er angeschissen. Alles klar. Ah, das war nix, Leute. Das war nix. Okay.
Ja, wie gesagt, ich wollte die Folge eigentlich beenden, aber naja. Gut. Das heißt, ich muss hier echt schnell sein, tatsächlich, ne? Hallo? Du sammelst bitte hier vorne den Scheiß weg. So, aber dieser Turm, der nervt halt. So, dieser Turm, der nervt. So. So, zweimal Raketen. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir das nochmal, Leute. So. Dann machen die den jetzt schön platt, das ist schon mal gut. Und dann brauche ich eigentlich gleich direkt. So. Das da unten, das muss ich nämlich unbedingt verhindern. Jetzt sammelt doch nicht immer da unten, Mann. Ganz schön stressig, die Mission, ja. So, da kommt er. Vielleicht brutzen die sich ja wieder selber weg. Nee, leider nicht. Schade. Okay, egal. Das ist aber auch nur eine Patrouille. Ja, das ist jetzt wieder scheiße gelaufen gerade, ne? Wartet mal. Ja, hört doch auf! Hört doch auf! Ach, du Penner, ey, echt! So, zum Glück. Zum Glück, ja. So, Leute. Sammelt die Scheiße hier weg. Und ja, liebe Leute, freue ich mich, dass ihr trotzdem mal wieder hier eingeschaltet habt und immer noch die erste Folge. Ich weiß, wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Aber ja, das ist halt nötig, ne? Was soll ich da sagen? Das ist halt nötig, dass wir hier überziehen. So, ein Raffinerie ist weg. Gut, dann kommt er ja gleich mit dem Flammenpanzer auch schon an, ne? So, dann bitte hier einfach aufbauen. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich sagen, haben wir das. Der hat dann nämlich viel früher angefangen zu bauen, als ich gedacht hatte. So, dann Großkraftwerk. So. Das mit den Gummipanzern an, okay. Dann stell die bitte da ab und genau. Alle bitte schießen! Da schießen wieder nur zwei drauf. Ja, die Manning-Fabrik, die kann der da gerne hinbauen. Das ist kein Thema. Gut, dann brauche ich noch eine Radarzentrale. Genau. So, dann jetzt bitte alle drauf feuern. Sehr gut. Hä? Seit wann baut denn der da? Der kann da aber keinen Obelisken hinstellen. Da ist dieser Flammenpanzer. Und macht den im Arsch! Um Gottes Willen, ey. So, sehr gut. Wunderbar, Leute. Dann würde ich sagen, kann ich jetzt tatsächlich die Folge auch beenden. Okay, also das Zeug hier darf ich nicht angreifen. Okay, Leute. Da hat er noch eine Flak. Jetzt brauchen wir auch schon Silos, aber jetzt kann ich mir ja hier meine Türme aufbauen und mal so langsam anfangen, hier mich hier aufzubauen. Gut, liebe Leute. Fahr den mal kaputt, ja. Fahr den mal platt, bitte. Du sollst ihn platt fahren. Ach, dann, keine Ahnung, nerv nicht. Penner, ey. So, dann noch einen. Ach, komm. Dann nehme ich halt zwei jetzt hier. Ey. Ey. Mir wird die ganze Zeit die nervigen Männchen hier. Ach, ist das gemein, ey. Ist das gemein von dem? Ja, gut. Dann muss ich das jetzt sein lassen. Was ist das da? Oh, Manneken, okay. So, Leute, da muss ich mir. Ey, ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren, tatsächlich. So.
Was soll ich da jetzt machen? Wartet mal. Sammler, bleibt mal bitte hier. Der baut sich da ein bisschen auf, das ist aber in Ordnung. Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge da unten tatsächlich dann auch einen Turm hinbauen. So, seht ihr das? So, da ist nämlich noch ein Tiberiumfeld hier, genau. Und das wollte ich mir sichern auch. Das haben wir auch geschafft und jawohl, Leute, dann würde ich sagen, kann ich mir nächstes Mal auch eine Werkstatt bauen. Und jetzt aber, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen und erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, ich euch noch mal einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.